Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Typisch Deutsch. Heute geht es um das Thema mir und mich. Ich werde euch ein paar Beispielsätze sagen zu dem Thema oder zu dem Wort mir, zu der Benutzung, zu der Anwendung des Wortes mir und zu der Anwendung mich, damit ihr immer mehr ein Gefühl dafür bekommt, wann verwende ich mir und wann verwende ich mich. Okay, fangen wir an. Mir geht es gut. Mir geht es gut. Mir geht es schlecht. Mir geht es schlecht. Mir ist schlecht. Ich habe Bauchschmerzen. Mir ist schlecht. Ich habe Bauchschmerzen. Ich koche mir etwas. Ich koche mir etwas. Ich koche mir eine Suppe zum Beispiel. Oder ich koche mir ein paar Nudeln. Ein anderes Beispiel. Ich kaufe mir ein neues Kleid. Oder ich kaufe mir einen neuen Pullover. Oder ich kaufe mir eine neue Hose. Ich habe mir die Hände gewaschen. Ich habe mir das Gesicht gewaschen. Ich habe mir die Haare gewaschen. Oder in der Gegenwart, ich wasche mir die Hände. Ich wasche mir das Gesicht. Ich wasche mir die Haare. Oder ich kaufe mir ein neues Kleid. Oder in der Vergangenheit, ich habe mir ein neues Kleid gekauft. Das Kleid. Oder ich kaufe mir einen neuen Pullover. Der Pullover. Ich habe mir einen neuen Pullover gekauft in der Vergangenheit. Oder ich kaufe mir eine neue Hose, die Hose. Oder in der Vergangenheit, ich habe mir eine neue Hose gekauft. Kannst du mir mal bitte das Brot geben? Kannst du mir bitte einen Kaffee kochen? Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir bitte sagen, wie spät es ist? Okay. Jetzt kommen wir zum Wort mich. Kannst du mich bitte morgen anrufen? Kannst du mich bitte jetzt anrufen? Über den Blumenstrauß habe ich mich sehr gefreut. Ihr habt mich nicht gefragt, ob ich mit ins Kino gehen möchte, oder ihr habt mich nicht gefragt, ob ich mit in die Stadt gehe und so weiter. Mich hätte das sehr interessiert. Mich hätte das sehr interessiert. Aber ihr habt mich ja nicht gefragt. Ich muss mich daran gewöhnen. Für mich ist die Sache klar. Er hat sich für mich entschieden. Er hat sich für mich entschieden. Oder er will mich nicht mehr sehen. Er will mich nicht mehr sehen. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Oder ich beschwere mich. Ich beschwere mich. Okay. Also nochmal der Unterschied. Ich wasche mir das Gesicht. Ich wasche mir die Hände, ich wasche mir die Haare und so weiter. Ich wasche mich im Allgemeinen. Ich wasche mich. Okay? Habt ihr weitere Fragen oder Anregungen? Gerne in die Kommentare oder wollt ihr in der Richtung noch andere Themen haben, besprochen haben? Ich versuche sie gerne zu realisieren. Und schreibt mir doch bitte eure Wünsche. Sollte euch das kleine Video gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen nach oben und abonniert doch gerne meinen Kanal, wenn ihr wollt. So versäumt ihr keine weiteren Videos. Bis dahin, tschüss!